So, hallo, hier ist Maike Hohenwarter und jetzt habe ich da die Anna und die Anna hat eine ganz eine tolle Online-Business-Erfolgsstory. Hallo Anna, servus. Hallo Maike, ich freue mich. Wir kennen uns ja erst ein paar Tage. Du bist zu mir in meinen Workshop Let's Go Online gekommen und hast dann gleich auch so ein kurzes Gespräch gebucht, weil für dich hat sich momentan eine tolle Chance ergeben, online zu gehen, obwohl du gestern noch gar nichts online hattest. Was hast du denn da für eine Möglichkeit? Du bist zu einem Interview eingeladen worden. Was ist denn das genau? Ja, genau. Ich habe die Möglichkeit, in einem bestehenden Online-Kurs, der halbjährigen Online-Kurs von Frau Meier aus Deutschland mit Stilberatung, also Stilsicher Leben als der Kurs, dort habe ich die Möglichkeit, als Interviewpartnerin sozusagen von der Katharina interviewt zu werden. Frau Meier heißt Katharina. Und ja, und da bin ich natürlich, habe ich gerne, also eigentlich habe ich darum gebeten, also ich habe ihr geschrieben, habe sie gefragt, was sie davon hält, weil ich in dem Kurs, den Vorgängerkurs, hier sind 8 Wochen, gesehen habe, wie stark die Frauen an ihrem Selbstbild zweifeln und sich sozusagen ihr Fremdbild als Selbstbild abgespeichert haben. Und dann habe ich gedacht, da muss ich helfen. Und habe ein Konzept entwickelt sozusagen, wie man das am besten angehen kann, dass man wirklich so dieses Selbstbild von Grund auf wieder reguliert sozusagen. Also alles, was da an, ich sage immer so an, das ist so, wenn man beim Radio einen Sender einstellt und da kommen so mehrere verschiedene Sender und verschiedene Sprachen und das ist so ein Rauschen irgendwie, wie man da wieder den Sender findet, der wirklich zu einem passt. Und ja, und das habe ich mir halt überlegt und das habe ich ihr geschrieben. Und dann hat sie gesagt, ja, das taugt dir, aber wenn du das jetzt dort, also wenn du jetzt mit mir dort sprichst, dann brauchst du auch ein Angebot. Und ich sitze ja in Österreich, in Graz, und sie sitzt in Deutschland und die Teilnehmerin, es ist ein Online-Kurs, die sitzen überall, deutschsprachiger Raum und wo halt sie alle wohnen. Und ja, die können ja nicht nach Graz in meine Praxis kommen. Also war klar, wenn ich das mache, muss ich irgendetwas online anbieten. Und das war sozusagen der erste Schritt in mein Online-Business. Aber jetzt war ja die Frage, wie tue ich da eigentlich? Und dann habe ich zum Glück deinen Kurs gefunden, Maike. diesen fünf Tage sind das, der jetzt gerade zu Ende gegangen ist. Und habe dann gedacht, ich muss dich gleich mal persönlich auch fragen, wie tue ich da, wo fange ich da an? Und ja, als erste brauchen wir dann die Homepage. Und dann dachte ich mir, ja, okay, geht das? Wie mache ich das? Ja, so ist das gewesen. Ja, also das muss man dazu sagen, diese Frau Meier ist ja äußerst professionell. Also das heißt, wenn du bei ihr da einfach das Interview hast, dann ist ganz klar, dass danach ein Angebot folgt. Ja. Und wenn du da nichts anzubieten hast online, dann ist das blöd. Und du hattest jetzt nicht einmal insgesamt eine Woche Zeit. Warst du in dem Workshop und hast gesagt, Maike, was machen wir? Ich weiß vorher auch schon die Fragen zu Facebook Live und so, hast du immer gefragt, kriegt man da beim Kurs gleich alles freigeschaltet, kann man gleich alles haben, weil du gedacht hast, du brauchst jetzt irgendwann einen Clou. Und dann habe ich eben angeboten, man kann auch gerne mit mir persönlich reden. Und ja, dann haben wir darüber geredet und haben eigentlich in 30 Minuten oder was, haben wir einfach die Idee entwickelt und jetzt dann noch in einem zweiten Schub halt dann verfeinert. Weil ja, du wolltest eben gleich einen Online-Kurs und sonstiges und da habe ich gesagt, das wird knapp in einer Woche, gell? Ja. Aber was halt immer gut geht, ist einfach so ein Coaching-Paket, ja, das kann man schnell schnüren und da braucht man nicht sonderlich viel online machen. Und ja, was haben wir letztendlich entwickelt? Magst du das sagen oder soll ich es erzählen? Ja, erzähl ruhig. Also die Idee ist jetzt einfach die, wenn die Leute, also du wirst interviewt, die Frau Meier wird natürlich professionell danach überleiten, was du jetzt anzubieten hast für Leute, die das jetzt toll finden. Also dein Thema ist eben in dem Fall Leute, die zwar jetzt lernen, wie sie sich schön anziehen, wie sie gute Kleidung kaufen können und sich trotzdem nicht schön finden, einfach weil da alte Muster drinnen sind. Und da war ich ja wirklich ganz begeistert. Du hast ja da wirklich ein tolles System entwickelt, eine eigene Methode eigentlich mit ganz gezielten Fragen, wo man eben auch sehr in die Vergangenheit schaut, in die Systemik rein und so weiter. Und wo man das dann eben genau diese Gefühle löscht. Ich hoffe, ich sage das richtig so, oder? Ja, genau. Ja, genau.
Und da haben wir jetzt gesagt, da machen wir einfach mal so ein 3-Stunden-Paket. Das Ich sehe mich schön, hast du gesagt, heißt das, gell? Das Ich sehe mich schön Paket. Und diese 3 Stunden können Sie jetzt buchen. Und da gibt es einen Aktionspreis, weil das eben jetzt ein Einführungspreis ist, weil du neu bei der Frau Meier bist. Du hast ja auch die Möglichkeit, da auch mit den Leuten noch in der Facebook-Gruppe zu reden. Und ja. Wie man das jetzt buchen kann, das haben wir jetzt eben möglichst einfach gemacht, weil wir eben nur so wenig Zeit haben. Also was hast du alles erstellt? Du hast eine Landingpage erstellt, wo eben mal dieses Paket prinzipiell gezeigt wird. Also eine Seite, wo das kurz, wo praktisch einmal einfach, die du dann natürlich teilst, ne? wenn du bei der Frau Meier bist oder die Frau Meier teilt. Und dort kann man dann auf einen Button gehen und kann ein Erstgespräch mit dir buchen. Das haben wir über You Can Book Me eingerichtet, dieses Erstgespräch. Also das heißt, das ist kostenlos, wo du einfach Timeslots vergibst und dann kommen die Leute mal zu dir. Also das war praktisch das Nummer eins, war das, dass man einfach mal ein Booking-Tool, das hast du ganz alleine geschafft, das habe ich doch nur gesagt und du hast das gleich umgesetzt. Ne? Das ja, zweite genau. Ist dann, wenn sie diesen Timeslot wählen, dann brauchen sie eben, dann für das Erstgespräch brauchst du eben irgendwo eine Software. Man könnte es natürlich über Skype machen, aber Zoom hat viele Vorteile, weil Zoom einfach, da kann man leichter aufzeichnen. Zoom ist meistens von der Internetqualität her besser, also von der Standhaftigkeit vom Bild und so weiter. Und da brauchst du nur einen kostenlosen Account. Also You Can Book Me haben wir nichts gezahlt, Zoom haben wir auch nichts gezahlt. Ne? Du brauchst nur den kostenlosen Account, weil da kann man zu zweit super reden. Das heißt, wenn sie sich anmelden, dann kommen sie einmal, dann bekommen sie von dir ein E-Mail mit diesem Zoom-Link. Dann hast genau. du das Gespräch und in dem Erstgespräch zeigst du ihnen natürlich ein bisschen Arbeit, von deiner Arbeit, also machst vielleicht eine Kleinigkeit und ihr könnt euch gegenseitig beschnuppern, ne? Also dass die Kunden auch wissen, bist du überhaupt die Richtige, kannst du wirklich ihr spezielles Problem lösen. Und dann gibt es halt am Ende eine kleine Pitch von dir, wo du auch noch sagst, dass wenn du jetzt mit mir zusammenarbeiten willst, dann gibt es eben dieses Ich sehe mich schön Paket. Und das haben wir jetzt auch noch ganz einfach gelöst. Also es wird sicher später, wird es da einiges mehr geben. Da wird es dann einen Mitgliederbereich geben mit Download, mit vielleicht noch ein paar Videos und Sonstiges. Da wird es wahrscheinlich auch automatische Zahlmöglichkeiten geben. Jetzt, wo wir mal ganz schmal unterwegs sind, ist es einfach so, dass die Leute dann, wenn sie bei dir waren, im Gespräch nachher ein E-Mail kriegen und da können sie das dann einfach buchen, wenn sie das wollen. Ne? Und das ist jetzt noch ganz normal über Einzahlung einmal gelöst. Ne? Genau. Habe ich das gut zusammengefasst? Ja, perfekt. Und schon bist du im Online-Business. So schnell kann es gehen. Ne? Schon hast du die ersten Online-Coachings. Ja. Ja, genau. Genau, und wenn dann die Coachings tatsächlich stattfinden, dann ist das natürlich auch wieder einfach mit Zoom-Links, ne? Ja, genau. Ja. Ja. Jetzt glaube ich, dass ich auch das Wochenende einigermaßen ruhig verbringen kann, weil ich weiß, dass das irgendwie einigermaßen sicher klappt. Ich habe das auch mit Freundinnen zusammen probiert. Ich habe gebeten, auf die Landingpage zu gehen und den Termin zu buchen und auch die E-Mails, die man dann bekommt, wenn man den Termin gebucht hat, also dann bekommt man ja eine E-Mail von diesem You Can Book Me-System, dass da auch jetzt ein total blöder Text drin steht oder dass es jetzt nicht immer noch alles auf Englisch ist, dass ich das dann auf Deutsch so anpasse, dass die sich persönlich angesprochen fühlen. Und ja, das habe ich alles gemacht und das haben wir alles getestet und jetzt bin ich, glaube ich, fürs Wochenende ganz ruhig und muss nicht bis am Montag eine Stunde vor dem Interview noch fürchten, dass das vielleicht nicht klappen kann. Ja, super. Du warst aber auch wirklich, also du hast ja auch das gesagt, das war das erste Mal bei der Landingpage, dass du dich mit WordPress auseinandergesetzt hast und du hast dir einfach da irgendwelche Tutorials zusammengesucht, ja, und so weiter. Und das Schöne ist, das brauchst du jetzt nicht mehr machen, weil du hast dich auch im Zuge von den letzten paar Tagen entschieden, dass du mit dabei bist bei meiner Online-Business-Unit. Ja. Und da hast du dann meine Tutorials, ja, du hast die ganzen University-Kurse und die Academy-Kurse. Und das ist natürlich meine Frage, weil das jetzt gerade ganz brandneu ist. Also gestern hat die University eröffnet und du hast sofort gebucht. Für alle, die jetzt überlegen, die University ist jetzt eine Woche lang offen. Warum hast du denn gebucht? Was erwartest du dir? Wo willst du hin? Und ja, warum hast du dich einfach entschieden, dass du mit dabei bist? Ja, also zum einen ist es ja so, dass ich jetzt denke, wenn ich jetzt mit online starte, dann sollte ich ja auch ein bisschen dabei bleiben. Und das motiviert mich natürlich, wenn ich jetzt ein Jahr lang diese regelmäßigen
Sachen freigeschaltet kriege und die Aufgaben auch und so. Ich habe jetzt ja bemerkt, wie viel sich in einer Woche wirklich tut an Verfeinerung des Angebots und was, wo man eigentlich wirklich hin will und worum es da in der Tiefe geht und so, als wenn man da nochmal so kurz drüber nachdenkt und dann wieder seinen Alltag weitermacht. Und also das ist mal der eine Grund. Der nächste ist, dass es ja jetzt zwar das Angebot für diese Gruppe gibt, die dort schon online ist, aber das soll natürlich irgendwann auch mal geöffnet werden für den gesamtdeutschsprachigen Raum. Es soll ja nicht dieser kleine Bereich oder Kundenbereich geben. Das heißt, es wird ja für mich dann einfach auch größer werden sollen. Ja, yeah. Nicht nur Leute bei der Frau Meier. Genau, ja genau, weil es werden ja andere auch Probleme haben, denen ich gerne helfen würde. Und dann ist es ja so, dass ich also auch für meinen Mann, die so, ich hätte es beinahe gesagt Öffentlichkeitsarbeit, aber das ist es jetzt nicht ganz, aber zumindest die Facebook-Seite betreue und ich auch eigentlich davon gar keine Ahnung habe. Also ich schreibe da die Posts rein, schaue, dass ich das einigermaßen regelmäßig mache und die Leute freundlich behandle. Aber es gibt ja da noch ganz viele Hintergrundeinstellungen, wo ich dann vielleicht sehen könnte, was ist hilfreicher, was ist weniger hilfreich und was kann ich noch machen und wie mache ich Werbung besonders gut und was kommt an und was kommt nicht an und ja. Und dann wird er auch in Zukunft einen Online-Shop haben, den muss ja auch irgendwer einrichten und betreuen und sowas alles. Also ist auch sozusagen bei meinem Mann unendlich viel zu tun in diese Richtung. Er hat auch einen YouTube-Kanal. Und ich habe noch keinen, aber ich werde jetzt auch einen machen. Yeah. Und ja, und das ist einfach jetzt dann so, ich habe früher mal Blogartikel geschrieben und habe dann aufgehört damit, weil ich gedacht habe, wenn eh keiner liest, für wen schreibe ich denn eigentlich, ist ja schade um die Zeit. Und wenn ich jetzt aber tatsächlich online gehe und wenn ich tatsächlich die Möglichkeit habe, hier und da mal per Interview bekannter zu werden zum Beispiel, oder mit den ganzen Tipps und Tricks, die ich dann bei dir im Kurs lerne, dann hat man ja auch jemanden, der das tatsächlich liest. Und dann macht es ja auch viel mehr Spaß und man ist viel motivierter, ein Video zu drehen oder einen Podcast zu machen oder einen Blogartikel zu schreiben, wenn man weiß, da sind schon Leute, die mögen einen, die lesen das und die kommen wieder und so. Ja, und fürs Dranbleiben und fürs Lernen. Zu der Facebook-Seite von deinem Mann fällt mir was Lustiges ein, was wir noch gestern erlebt haben. Also die Geschichte war die, dass ich das sehr interessant gefunden habe, was du mir erzählt hast über deinen Mann, weil der ist eben da quasi Gemüsebauer, sagt man, oder? Im Burgenland, und der hat einen 24-Stunden Selbstbedienungscontainer mit Verpackungsreduktion und sonstiges, wo man halt sein Biogemüse halt einfach selber shoppt und einfach dann das Geld in eine Kasse wirft oder so ähnlich. Ne? Also ich stell's ja, mir auch mal. Sogar mit Bankomat, ja. Oh, sogar mit Bankomat, super, ja. Und das habe ich interessant gefunden, und da hast du mir dann seine Facebook-Seite geschickt und ich habe sie geliked, ja. Und dann sehe ich, dass da gleich so Bot-Messages kommen, also Facebook-Messenger-Bots, und ich sage, hey Anna, hast du die eingerichtet? Und du hast gesagt, nein, ich weiß gar nicht, dass das gibt. Und dann bin ich gleich gefragt worden nach meiner Postleitzahl und ich habe die brave Messenger-Bot eingegeben und sie ist, die Anna sagt, warum schreibst du jetzt deine Postleitzahl? Ja, also irgendjemand hat die mal eingerichtet. Ja. Ich glaube, das war Facebook selber. Nein, das muss schon jemand gewesen sein. Ja, wir werden dahinter kommen. Wir werden uns auch um deine Messenger-Bots kümmern. Aber ich habe dann schon die Einstellungen gefunden, wo man das ändert, und ich habe das gleich rausgehauen und habe jetzt nur mehr, weiß ich nicht, 2, 3 Fragen drinnen, die noch irgendwie tatsächlich was mit uns zu tun haben. Na schau, die Arbeit ist schon in vollem Gang. Ja, ich freue mich auf jeden Fall total, dass du mit dabei bist bei der Online Business University, und ich sehe schon, also von dem, was wir auch bis jetzt gesprochen haben, da glüht was in dir, und du siehst richtig, wie viel mehr Reichweite du einfach haben wirst online, und durch die größere Reichweite hast du gleichzeitig eben die Möglichkeit, dich viel klarer auch zu positionieren, als wenn du eben jetzt nur die Leute in Graz oder so ansprichst. Ne? Ja, und außerdem lebe ich ja in Fernehe, und das ist auch immer die Sache, wo baue ich mir meine Praxis auf. Gell? Wenn ich die aufbaue und ich ziehe hin, dann muss ich es wieder lassen. Und wenn ich es dort aufbaue, bin ich zu selten da und kann ich jetzt von hier arbeiten, von dort arbeiten und bin jetzt unabhängig. Problem gelöst. Ja, perfekt. Super.
Also ja. danke für das Interview, weil ich denke, das interessiert viele, wie schnell man eigentlich ein Online-Business machen kann. Und natürlich, das ist der Anfang, das ist jetzt einmal so schnell, ich sage immer aus der Hüfte geschossen, weil du einfach ganz schnell eine Lösung gebraucht hast. Das kann man alles verfeinern mit automatisierten Zahlungen und mit einem E-Mail-System natürlich und ja, also einfach die Seite noch besser optimieren und sonstiges. Da gibt es natürlich noch viele Möglichkeiten und dann einfach auch eine eigene Mitgliederseite eben, wo die Leute dann dort die Videos sehen, wo sie deine Fragebögen vielleicht runterladen können oder raufladen können und sonstiges. Aber der Anfang ist jetzt wirklich quasi in 48 Stunden gemacht worden und du kannst wenigstens zu dem Interview gehen und hast auch wirklich was Schönes anzubieten. Ne? Ja, genau. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich muss auch dazu sagen, ich hätte den Kurs nie gebucht, wenn du das nicht so authentisch und sympathisch rüberbringen würdest. Das muss ich jetzt auch nochmal dazu sagen. Dankeschön. Ja, wir werden viel Spaß haben, da kannst du sicher sein. Ich freue mich schon. Okay, also bis ganz bald. Gell? Liebe Grüße nach Graz. Gell? Super, tschüss. So, und das war jetzt nur eine Teilnehmermeinung von ganz vielen Teilnehmern von der Online Business University. Meinem Ganzjahresprogramm, wo ich dich mit Hilfe vom Online Business Kompass Schritt für Schritt durch dein ganzes Online Marketing, durch den Aufbau deines Online Business Konzepts bringe, führe. Und ja, wenn dich das jetzt interessiert, die Online Business University kannst du jetzt gerade wieder buchen. Das ist nur 2 bis 3 Mal im Jahr so. Und jetzt vom 27. September bis 4. Oktober 2018 kannst du sie wieder buchen. Wenn du weitere Informationen haben willst, dann geh am besten jetzt gleich auf den Link oder geh auf maikehohenwarter.com/uni, also UNI. Und dort findest du alle Informationen und dort kannst du auch buchen. Und ich freue mich sehr, wenn du mit dabei bist. Bis ganz bald.